Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie noch alle da sind. Fast alle von Ihnen, fast alle von uns haben ja jetzt den Strategietag, die Strategiekonferenz hinter uns. Und das war eine lange, wie ich fand, sehr, sehr spannende und auch gut organisierte Konferenz. Das darf ich sagen deswegen, weil das die Kollegen von uns vom CHE waren. Ich dagegen bin auch beim Hochschulforum, aber beim Stifterverband. Deswegen auch ein ganz großes Kompliment an die Kolleginnen und Kollegen vom Zentrum für Hochschulentwicklung, die den ganzen Tag heute organisiert haben. Auch und Kompliment an Sie für Ihr Durchhaltevermögen, dass Sie jetzt noch dabei sind. Wir haben einen wirklich schönen Abend und der war mir auch ganz, ganz wichtig, dass dieser Abend Teil der Themenwoche werden würde. Wir haben drei Arbeitsgruppen jetzt, die ein Jahr gearbeitet haben, wo jeweils 10, 11, 12 Mitglieder einen Wahnsinnsjob gemacht haben, mit ganz, ganz viel Herzblut unterwegs waren. Und dieser Abend soll einerseits dazu dienen, dass sie die Ergebnisse der Arbeitsgruppen erfahren, dass sie dass wir die erfahrbar machen. Zum anderen ist es aber auch eine Würdigung für die Arbeitsgruppen. Es sind sehr viele Arbeitsgruppenmitglieder hier von allen drei Gruppen. Darüber freue ich mich sehr und auch ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Kurzen Überblick, was heute Abend alles passiert. Ich erzähle ein bisschen was zum Hintergrund der Arbeitsgruppen jetzt, eine kurze Würdigung. Danach werden drei Vertreter der Arbeitsgruppen in kurzen Pitches, und ich werde darauf achten, dass sie kurz sind, sich vorstellen, sagen, was sie gemacht haben. Dann haben sie etwa eine Dreiviertelstunde Zeit. Sie müssen sich dann entscheiden, in einen der Workshop-Räume zu gehen. Dort werden ihnen jeweils, ne, die Arbeitsgruppe, für die sie sich entscheiden, erzählen, was sie gemacht haben, was die Ergebnisse sind, mit ihnen diskutieren. Und dann kommen wir nochmal hier zum Podium zusammen. Und ich erwarte, dass jeder von Ihnen noch dabei ist, auch beim Podium. Das ist soweit der Ablauf vom Abend. Fangen wir also an so ein bisschen mit der Würdigung. Ganz erstmal nochmal Danke. Von ganzem Herzen Danke an die Arbeitsgruppen. Ich finde, Sie haben einen wahnsinnig tollen Job gemacht in diesem Jahr. Ich habe selbst gemeinsam mit Andreas Sorge eine Arbeitsgruppe geleitet, Curriculum 4.0, und es war eine ganz große Freude, in dieser Gruppe zu arbeiten. Und da kann ich, glaube ich, für alle von uns sprechen, die Arbeitsgruppen mitgeleitet haben. Das war ein wilder Ritt, das war ein intensives Programm, aber es war auch viel Arbeit, aber wirklich viel gelernt und viele schöne Erinnerungen. Vielleicht eine kurze Geschichtsstunde. Wie kommt es eigentlich, dass wir Arbeitsgruppen haben im Hochschulforum Digitalisierung? Als wir 2014 gegründet wurden, hatten wir sechs sogenannte Themengruppen. Das waren neue Geschäftsmodelle, Technologien, lebenslanges Lernen. Das war eine, nicht mehrere. Internationalisierung und Marketingstrategien, digitales Prüfen und Lernszenarien, Change Management und Organisationsentwicklung, Curriculum Design und Qualitätsentwicklung und Governance and Policies. Ich bin sicher, das können Sie jetzt alle aufzählen. Diese Gruppen haben mit insgesamt 70 Expertinnen und Experten über drei Jahren Lösungen entwickelt. Die alten Themengruppen waren quasi wirklich waren die DNA des Beginns des Hochschulforums. Es wurde ganz viel entwickelt. Wir haben in langen Prozessen diskutiert. Wir haben sehr, sehr viele Paper veröffentlicht, die Sie auch jetzt noch bei uns auf der Website finden können. Ich habe selbst eine Arbeitsgruppe mit koordiniert und bin auch stolz auf das, was wir erreicht haben. Aber wir haben uns dann gefragt, als dann das alte HFD zu Ende ging, die erste Phase, die von 2014 bis 2016 ging, okay, wie machen wir weiter mit diesen Arbeitsgruppen? Machen wir weiter die Themengruppen oder versuchen wir was Neues? Hören wir damit auf? Und klar war, wir können damit nicht aufhören, dieser Modus mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten. Nicht nur Leute aus den Hochschulen, sondern auch Leute aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft und auch Studierende. Das war ein wichtiger Modus. Das ist ein Modus, der uns inhaltlich befruchtet hat. Gleichzeitig war auch unser Gefühl, naja, wir hatten 2014 sechs Themen festgelegt, sechs Themencluster, und wir arbeiten alle in einem Bereich, der sich sehr, sehr agil entwickelt, wo es ständig neue Dinge gibt, wo neue Themen aufkommen oder wo auch alte Themen weniger wichtig werden. 2014 erschienen MOOCs als Beispiel noch als sehr wichtiges Thema. Das war 2016 nicht mehr der Fall. Kurz gesagt, wir haben uns entschieden, den Modus zu verändern. Nur noch drei Gruppen, kürzere Laufzeit, jeweils ein Jahr, sehr agil, ein fokussierteres Thema, agilere Arbeitsweise. So, und da sind dann diese drei Gruppen
herausgekommen. Das war Curriculum 4.0, da geht es um Curriculumentwicklung. Das war die AG zur Lehrerbildung und das war die AG zur Anerkennung und Anrechnung von digital erbrachten Prüfungsleistungen. Und ich habe Gruppenmitglieder jetzt im Vorlauf zu diesem Abend gefragt, was hat die Arbeit für sie ausgemacht? Was war wichtig? Was nehmen sie mit? Und was wirklich alle gesagt haben, und das fand ich interessant, die Aushandlungsprozesse, dass es am Anfang durchaus ein diffuses Verständnis vom jeweiligen Thema gab und dass es durchaus sehr lange gedauert hat, sich auf ein gemeinsames Denkmodell zu einigen. Das war bei einigen Gruppen, war es so nach anderthalb Sitzungen ein gemeinsames Denkmodell erreicht, andere, das sind jetzt Einzelstimmen, haben gesagt, naja, eigentlich hat es bis zur letzten Sitzung gedauert. Auf jeden Fall dieser Punkt, dass man lange diskutiert untereinander, um dann zu einem gemeinsam geteilten Verständnis zu kommen, das ist ein auch durchaus mühsamer Prozess, aber ein wahnsinnig wichtiger Prozess. Und ich habe den ja auch bei uns in der Gruppe mitgemacht. Das war wirklich ein ganz, ganz wertvoller und schöner Prozess, wie wir dazu gekommen sind. Zweite Antwort, was auch viele gesagt haben, trotz anfänglicher Unklarheit tragfähige, gute Ergebnisse. Das müssen natürlich Sie entscheiden. Das ist natürlich jetzt Selbstzuschreibung. Sie haben gesehen, die vielen Veröffentlichungen. Wir haben heute sehr viele Dinge veröffentlicht. Herr Meyer-Guckel hatte von 38 Arbeitspapieren gesprochen, die das Hochschulforum veröffentlicht hat. Das ist eine Information, die ein paar Stunden alt ist. Inzwischen sind es 40. So schnell geht das. Oh, jetzt habe ich mit meinem Fuß den Monitor ausgemacht. Wenn ich nochmal drauf trete, geht er wieder an? Nee, gut, der Monitor ist aus. Aber das sollte uns nicht stören. Und die dritte Sache ist, und da kann ich jetzt wirklich von unserer AG sprechen, an der ich beteiligt war, tatsächlich Freundschaften. In der AG, Arbeitsgruppe Curriculum 4.0 haben sich tatsächlich tragfähige Freundschaften, die auch, da bin ich mir absolut sicher, über diese AG-Zeit weit hinausreichen werden, entwickelt. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne und wunderbare Sache. Haben sich also die Gruppen bewährt? Ich bin sicherlich biased, wenn ich das sage, das ist klar. Ich sage aber einfach trotzdem ja, sie haben sich bewährt. Quantität ist nicht alles, aber wenn wir uns das genau angucken, ich habe nochmal durchgezählt, die Arbeitsgruppen zusammen, die drei haben Stand heute 11 Papiere veröffentlicht, unterschiedlicher Länge, das ist klar, aber 11 Papiere, das ist der aktuelle Veröffentlichungsstand. Ich weiß von der AG Curriculum 4.0, dass 2 Papiere noch in der Mache sind, die definitiv kommen werden. Wir hatten eine wahnsinnig produktive Zeit, das gilt für alle Arbeitsgruppen. Und natürlich ist die Anzahl an Papieren nicht alles. Quantität ist natürlich nur eine relativ begrenzte Aussage, hat nur eine begrenzte Aussagekraft, aber wir haben wirklich großartige Teams gehabt. Und deswegen schließe ich jetzt diesen Exkurs, so wie ich angefangen habe, mit einem ganz herzlichen Dankeschön an die Arbeitsgruppenmitglieder und auch an die Arbeitsgruppenleiter. 2 der 3 Arbeitsgruppen hatten jeweils einen inhaltlichen Leiter, Curriculum 4.0 nicht. Da hatten wir uns für so ein komplett horizontales Modell entschieden. Sie haben wahnsinnig viel geleistet, wahnsinnig viel gemacht. Ganz herzlichen Dank fürs Engagement, für die Ideen, fürs Herzblut und auch, und da muss ich jetzt wieder aus eigener Perspektive sprechen, auch danke fürs Verständnis, dass auch wir als Hauptamtliche manchmal ein bisschen länger brauchen, weil auch wir sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig machen. So, das war die Würdigung. Ich hoffe, ich bin allen gerecht geworden. Und wir machen jetzt, es geht jetzt fliegend weiter. Wir haben nämlich jetzt die Pitches der drei Arbeitsgruppen, die jeweils versuchen werden, sie zu überzeugen, dass sie doch zu sich in den Workshop kommen sollen. Den Anfang macht Martin Rademacher von der Hochschulrektorenkonferenz, aus der Arbeitsgruppe Anrechnung digitaler Lehrformate. Und vielleicht, das schieße ich noch, das muss ich noch kurz sagen, 3 Minuten Zeit gibt es für die Pitches. Nach 2,5 Minuten werde ich mich einmal räuspern. Nach 3 Minuten werde ich mich zweimal räuspern. Und das wäre dann der Moment, wo du spätestens langsam zu Ende kommen musst. Martin. Ja, vielen Dank. Anerkennung und Anrechnung digitaler Lehrformate. Womit haben wir uns eigentlich beschäftigt und warum? Also unsere Grundannahme war, dass wir künftig verstärkt die Situation haben werden, dass Studenten mit außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen an die Hochschule kommen und diese Kenntnisse sich anrechnen lassen wollen auf ein Hochschulstudium. Und die Frage ist, wie gehen Hochschulen jetzt damit um?
Um unsere Arbeit zu verstehen, muss man auch verstehen, was wir nicht bearbeitet haben. Was wir nicht bearbeitet haben, sind grundsätzliche Anerkennungsfragen. Denn für Anerkennung hochschulischer Leistungen ist es erstmal irrelevant, ob eine Leistung digital gelehrt wurde oder analog. Sofern ein Kurs curricular verankert ist, gilt Lissabon und damit gilt Anerkennung. Wir haben uns auch nicht beschäftigt allgemein mit Anrechnungsfragen, denn dazu ist schon sehr, sehr viel Papier veröffentlicht worden. Dazu gibt es sehr gute Hilfspapiere, Richtlinien. Ich verweise da auch gerne auf unsere Kollegen vom HAK-Projekt Nexus, die da sehr gute Arbeit schon geleistet haben. Womit wir uns spezifisch beschäftigt haben, ist die Frage, was macht Digitalisierung eigentlich anders in Anrechnungsverfahren? Und das ist so diese grundsätzliche Beobachtung, die wir auch häufiger machen im Kontext Digitalisierung. Digitalisierung ist eine Art Katalysator und ein Beschleuniger. Und neben ganz grundsätzlichen Überlegungen, nämlich zum Beispiel, sind Hochschulen mehr als reine Zertifizierungsagenturen und sollten sie es auch in Zukunft sein, haben wir in unserer Gruppe unter anderem einen Kriterienkatalog entwickelt für außerhochschulische Bildungsanbieter, der beispielsweise Hochschulen helfen soll, deren Kurse anrechnen zu können. Und wir haben eine ganze Reihe an Empfehlungen entwickelt für Hochschulen, für die Politik, für externe Bildungsanbieter und eben auch für Studenten und würden uns sehr freuen, wenn Sie sich auch für diese Ergebnisse interessieren. Wenn Sie sich interessieren, hier auf diesem Stockwerk nebenan, der erste Raum links, dort gibt es dann gleich unsere Präsentation. Perfekt. Also, ich musste überhaupt nicht eingreifen, Martin, das ist ja der Wahnsinn. Okay, alles klar, als nächstes Sebastian Kuhn. Von der AG Curriculum 4.0. Für dich gilt selbiges. Nach 2,5 Minuten, falls du die Zeit brauchst, werde ich kurz mich räuspern. Ja, lieber Sebastian, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich, 2,5 Minuten Zeit zu haben, Sie davon zu überzeugen, dass Sie in unseren Workshop kommen wollen, den ich gemeinsam mit Antje Michel hier und Tobias Seidel, der aktuell im Taxi gerade sitzt, um noch im Workshop zu kommen, dank verspätetem Flugzeug. Was haben wir gemacht in dem Jahr? Zum einen die Publikation, die Sie mitnehmen können, Curriculumentwicklung, Kompetenz für das digitale Zeitalter. Passen Sie auf, die Druckerschwärze ist noch nicht trocken, die kann Ihnen an Ihren Händen festkleben. Im Endeffekt auch, wir haben versucht, einen Rundumschlag zu machen für die Curriculumentwicklung, auch mit den entsprechenden Thesen und mit Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Akteure, die Sie heute hier repräsentieren. Zweiter Schwerpunkt war zum anderen das Thema Data Literacy. Und das war genau der Punkt, wo wir Probleme auch am Anfang hatten, uns auf ein geteiltes mentales Modell zu verständigen. Das war zum Teil sehr technisch, sehr rein Informationen, mathematisch, statistisch orientiert oder auch von anderen Arbeitsgruppenmitgliedern sehr, sehr in die Breite gedacht worden, auch gesellschaftspolitisch, ethisch, fachlich. Und das war ein sehr, sehr spannender Aushandlungsprozess und hat dann in einer Studie gemündet, die dann mit der Gesellschaft für Informatik und Fraunhofer publiziert wurde, die wir Ihnen später auch kurz vorstellen wollen. Und als drittes haben wir noch weitere Diskussionspapiere verfasst, nicht Arbeitspapiere. Und da sind wir einen etwas anderen Weg gegangen. Wir haben im Endeffekt einen ersten Aufschlag formuliert und haben das dann publiziert, aber zeitgleich als kommentierbares Google Doc auch veröffentlicht. Und das ist zum einen das Framework, was Antje Michel federführend koordiniert hat, zum zweiten ein Konzeptpapier zum Thema Haltung im Rahmen von Curriculum 4.0 und abschließend noch dieses Spannungsfeld, was nicht so leicht zu vereinen ist, zum einen die Digitalisierung als sehr, sehr dynamischer Prozess, der sich immer wieder wandelt und zum anderen die Curriculumentwicklung, die doch eher ein statisches Produkt entwickeln will. Und von daher haben wir dann eine Umfrage gestartet zum Thema agile Curriculumentwicklung. Diese Arbeitspapiere, Diskussionspapiere wollen wir Ihnen ganz, ganz kurz nur vorstellen, nur anreißen, um dann mit Ihnen im Workshop zu diskutieren zu den übergreifenden Kompetenzen, die wir vermitteln wollen, zur Agilität und einfach mit Ihnen in Dialog treten. Von daher kurze Vorstellung und dann eher Interaktion bei uns. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. Vielen Dank.
Super. So, last but not least, Frau Schiefner-Roos für die AG Lehrerbildung und Digitalisierung. Die Bühne gehört Ihnen. Dankeschön. Genau, am Schluss Frauenpower. Und zwar haben wir uns die Aufgabe gesetzt, das Thema Agilität und den Tanker Lehrerbildung zusammenzudenken. Wir haben uns gerade nochmal angeguckt und Sie können beurteilen dann in unserem Workshop, wie gut uns das eigentlich gelungen ist. Wir hatten heute Morgen schon kurz oder heute Mittag schon kurz die Diskussion, wie schaffen wir es eigentlich in der Lehrerbildung, Digitalisierung zu verankern, ein extrem wichtiges Thema. Und wir sind in der AG nämlich genau diesem Punkt, haben diesen Punkt adressiert, zusammen nicht nur mit Universitätslehrenden, Hochschullehrenden der PHs, aber auch mit Vertreterinnen der Ministerien, die natürlich einen großen Teil dort auch adressieren. Mit Studierenden haben wir diskutiert und wir haben natürlich auch diskutiert mit Stiftungen und Vertretern dort. Entstanden sind auch eine Erhebung, danke an den Monitor Lehrerbildung. Bianca Brinkmann wird die AG zusammen mit Silke Lade und mir zusammen gleich Ihnen die Ergebnisse vorstellen. Denn wir haben letztendlich neben unseren regelmäßigen AG-Treffen drei Dinge produziert. Wir haben erstmal geschaut, wo gibt es denn eigentlich Best-Practice-Modelle? Wo passiert schon gute Lehrerbildung und Digitalisierung? Die haben wir gesammelt und aufgeschrieben, dass sie als letztendlich Vorlage für andere Hochschulen dienen kann. Wir haben eine Studie zusammen mit dem Monitor Lehrerbildung in Auftrag gegeben und mal empirisch geguckt, wie sieht denn das Feld aus. Und wir haben letztendlich 5 Thesen entwickelt, ein Diskussionspapier nochmal in die Runde gegeben, um zu schauen tatsächlich, wie können wir Digitalisierung und Lehrerbildung zusammenbringen. Und Diskussionspapier regt dazu an, zu diskutieren. Und von daher werden wir Ihnen im Anschluss im Workshop tatsächlich die Ergebnisse vorstellen und hoffen, dass wir dann, so ähnlich wie heute Mittag schon, die Diskussion, die sich dort angeteasert hat, schon weiterführen können. Vielen Dank. Wunderbar, fantastisch. Ich bin beeindruckt, wie gut das mit der Zeit klappt. Okay, so, vielleicht eine Folie weiter. Da sehen Sie, in welchen Räumen sich die Diskussionsrunden befinden. Noch ein Hinweis von mir. Wir treffen uns hier wieder um 18.50 Uhr für die Podiumsdiskussion. Ich bin mir sehr sicher, natürlich selbstverständlich, 18.50 Uhr wäre ja jetzt. Um 19.50 Uhr treffen wir uns hier wieder für die Podiumsdiskussion. Meine Bitte, beenden Sie alle die Workshops um 5 Minuten vorher, um 19.45 Uhr, damit wir hier pünktlich auch weitermachen können und wir nicht irgendwie auf eine Runde warten müssen. Das wäre meine Bitte an Sie und jetzt viel Spaß in den Workshops.